Ich möchte dir gerne zeigen, wie eine Partie mit dem Chessnut Evo auf chess.com aussieht. Auf dem Display kannst du dich bei der Chess.com App ganz normal mit deinen Daten einloggen und eine neue Partie starten. Jetzt wird nach einem Gegner gesucht, wir bekommen die schwarzen Figuren, dann dreht sich das Display automatisch, dass wir dann auch das Brett in die richtige Richtung zu uns drehen können. Unser Gegner beginnt mit dem Damenbauern und hat 1843 Elo auf chess.com. Das ist, finde ich, überragend gut. Er greift direkt meinen Springer an, sodass ich gezwungen bin, sogar in der Eröffnung meinen Springer ein zweites Mal zu spielen. Also was haben wir genau? Links, jetzt auf der linken Seite, weil wir schwarz sind und das Brett einmal drehen mussten. Das Display. Dort ist alles genauso wie am PC oder am Handy. Das Brett, die Zeit, dein Name und die Züge, die gezogen worden sind. Und rechts dann in Echtzeit das Brett. Die LED zeigen dann an, von wo nach wo die Figur ziehen soll. Die Farben sind willkürlich und durcheinander, die haben nichts zu bedeuten, passen aber, finde ich, zu einem Schwarz-Weiß-Design sehr gut. Also, dass da verschieden bunte Farben sind, gefällt mir eigentlich ganz gut. Dabei wird dann das ganze Feld umrandet und nicht wie beim Chessnut Pro oder Chessnut Air eine kleine LED, die in der Ecke des Feldes leuchtet. Also vom Design her hat mich das schon ziemlich begeistert. Das Display ist halt viel größer, als ich erwartet hatte. Ich dachte, es wird viel kleiner. Ich habe beim Unboxing-Video mal meine Hand dazu gehalten, als Vergleich, wenn du das Video noch nicht gesehen hast. Die Brettgröße ist genauso wie beim Chessnut Air. Also Feldgröße ungefähr 4,6 cm mal 4,6 cm. Und die ganze Brettgröße ungefähr 29 x 29 cm. Mal ein Perspektivwechsel von der Sicht aus oben. Bei der Rochade leuchten dann alle Felder, du ziehst den König zuerst und danach den Turm. Und Figurenschlagen funktioniert wie bei den anderen Chestnut-Brettern. Ich sag's aber nochmal, falls du keines der drei Bretter besitzt. Du kannst entweder die Gegnerfigur nehmen und dann deine Figur dahinstellen oder sofort deine Figur nehmen, die Gegnerfigur umhauen und dann deine Figur umstellen. Da halt jede einzelne Figur mit einem speziellen Chip versehen ist, wird das Brett automatisch erkennen, welche Farbe die Figur hat und welche Figur es konkret ist. Technisch gesehen ist es ja noch ein Prototyp, wir befinden uns noch in der Alpha-Phase, es gibt noch einige Bugs. Ich kann auch erst seit gestern auf chess.com spielen, auf LeeChess kann ich noch nicht spielen. Und hin und wieder selten ist mir aufgefallen, insbesondere bei den Türmen, wird zuerst das falsche Zielfeld angezeigt. Ganz kurz, wenn zum Beispiel ein Turm von C1 nach C8 ziehen will, dann wird nicht C1, C8 markiert, sondern C1 und zum Beispiel C5 für ganz kurz und danach C8. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das mit den weiteren Patches auch behoben wird. Eine Kleinigkeit fiel mir noch auf bei der Damenumwandlung. Und zwar, wenn ich den Bauern zu einer Dame umwandeln will, dann ist es beim Chessnut Air und bei Chessnut Pro eigentlich so, dass ich dann einfach nur die Dame hinstelle. Und danach wird auch die Dame auf dem Brett ausgewählt. Hier musste ich dann aber noch auf dem Display links dann zusätzlich auf die Dame draufdrücken und nicht nur die Dame einfach nur hinstellen. Das wird aber auch noch gefixt. Also sobald du dann die Dame hinstellen wirst oder den Turm physisch jetzt auf dem Brett, dann wird auf dem Display eigentlich dann auch sofort die Figur dann erkannt. Die Brettdesigns auf dem Display kannst du dir ja auch selbst aussuchen, da stehen dir dann alle zur Verfügung, die es auf chess.com gibt und wenn du bei LeeChess halt angemeldet bist, dann die Brettdesigns, die es auf LeeChess gibt. Aber auch keine zusätzlichen weiteren Bretter, die man zum Beispiel am PC, wie ich es mache, per Stylish-Plugin zusätzlich installieren kann. Das ist aber nicht schlimm, erstens gibt es genug Auswahl von schönen Brettern, ich finde dieses hier links mit dem Nussbraun finde ich mega schön. Und zweitens spielen wir ja sowieso auf dem physischen Brett, da hat uns das digitale links daneben eigentlich nicht zu interessieren. Kann man als kleine Kontrolle nehmen, ob denn alles jetzt richtig gezogen worden ist oder die Zeit im Hinterkopf behalten. Analysen kann man da auch durchführen, also je nachdem, wo du deine Figuren hinstellst, da wo du in der Partie gewesen bist und dann dort Stockfish laufen lassen oder welche Engine da auch immer auf chess.com ist, glaube ich Stockfish 10 oder 11. Da du ja aber auf chess.com bist, kannst du dann im Profil am PC die Partie aufrufen und auch direkt am PC analysieren. Am Brett wird es, denke ich, ein bisschen langsamer gehen, aber auch deine Visualisierung trainieren und halt deine Skills am Brett, wie du es eben besser magst. Aber im Prinzip ganz geil, weil wenn man am Brett spielt, zum Beispiel im Verein, dann wird die Partie sofort verworfen und du kannst sie im Nachhinein kaum noch richtig analysieren, selber oder mit dem Computer sei jetzt dahingestellt. Manchmal unterhält man sich mit dem Gegner nach der Partie über die Partie, aber man sieht halt auch nicht alles, was die Engine sieht, ne? Hier ist einmal kurz die Kamera und der Bildschirm ausgegangen. Ich weiß nicht genau, warum der Bildschirm ausgegangen ist. Akku hat das Brett eigentlich genug. Apropos Akku, Akku sollte bis zu 10 Stunden halten. Lädt ein bisschen langsam auf, vielleicht habe ich auch falschen Adapter oder Kabel benutzt. Aber wer ein langes Kabel hat, kann auch mit
Kabel gleichzeitig laden und spielen. Dennoch weiß ich nicht, warum der Bildschirm kurz ausgegangen ist, konnte ihn halt wieder einfach einschalten und da weitermachen, wo ich gewesen bin. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass alles noch gefixt wird. Im Video habe ich alle Pausen und Stellen, die jetzt nicht relevant gewesen sind, rausgeschnitten, sonst würde das Video eine halbe Stunde gehen. Und wir würden einfach nur drauf starren, wie der Gegner überlegt, den wir nicht mal sehen können. Das ist nämlich das große Minus, wenn du mit elektronischen Schachbrettern online spielst. Du hast halt nicht den Gegner vor dir, seine Mimik, seine Gestik, kannst dich nicht mit ihm unterhalten danach. Also der soziale Aspekt fehlt ein bisschen, aber den hast du ja auch nicht, wenn du am PC oder am Handy spielst. Insgesamt also trotzdem sehr spaßig. Was kann ich noch sagen zu Chess.com und Chess.evo? Ich weiß nur, ich habe State of Chess auf Chess.com oder wie das heißt, dieses Event mit den ganzen Plänen und so mir angeschaut vor kurzem. Und dort hieß es, dass Chess.com immer daran setzen wird, dass elektronische, physische, digitale Schachbretter mit Chess.com kompatibel sein werden. Also die Daten von Chess.com werden immer so offen zur Verfügung gestellt, dass man immer kontinuierlich Updates etc. rausbringen kann. Auf LeChess weiß ich nicht, wie das Ganze aussieht. Jedenfalls kann ich auf LeChess mit den anderen beiden Brettern ohne Probleme spielen. Zwei Vorteile bei diesem Brett gegenüber den anderen zwei Brettern von Chessnut sind: erstens, du brauchst kein externes Gerät wie PC, Tablet oder Handy, was du mit dem Brett verbinden musst. Es wird also niemals zu Verbindungsproblemen kommen. Die sind halt sowieso eh recht selten. Und zweitens, für faule Menschen eigentlich auch ganz geil, kannst einfach das Brett nehmen und loslegen. Hab hier mal die Partie mit dem Handy schnell analysiert, mein Gegner satte knapp 94% Genauigkeit, also überragend gut gespielt. Wird hier auch dreimal mit ausgezeichnet gewertet, mit 2400 Elo die Partie ungefähr. Meine Leistung dann bei über 80% mit ca. 2050 Elo in der Partie als Stärke. Ich bin super zufrieden mit dieser Partie, mein Gegner war halt einfach stärker und hat besser gespielt als ich. Und ja, hier siehst du, auf Chess.com ist dann die ganze Partie, du kannst sie analysieren, wo du möchtest. Man kann das Brett jetzt schon bestellen als sogenannter Kickstarter, du unterstützt quasi das Unternehmen für die ersten 100 Bretter, weißt dann aber im Gegenzug nicht genau, wie das Endprodukt und die Technik sein wird. Zum jetzigen Stand ist sie ziemlich gut, es sollen aber noch einige Bugs gefixt werden. Diese ersten 100 Bretter werden dann ab August ungefähr verschickt und ab September oder Oktober kann dann jeder normale Verbraucher das Brett auch bestellen. Ich bin mir sicher, dass mein Rabattcode WillEinHelm wieder 10% geben wird, dann wird das Brett im Endeffekt mit meinem Code um die 600 Euro kosten. Ja, sehr teures Spielzeug für Liebhaber, aber es wird noch andere Features geben. Die anderen Features werde ich nach und nach hier auch noch vorstellen. Und wer die Features nicht braucht und einfach nur online spielen will und etwas Günstiges haben will, für den empfehle ich dann dieses Chessnut Air Schachbrett.